zum Schutz der Mitbürger durch Hände waschen. Die Hände mehrmals am Tag gründlich gewaschen werden. Hände waschen muss ein jedes Kind. Hände waschen, bis sie sauber sind. Nun sind die Hände sauber, ja, doch leider ist kein Handtuch da. Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind. Und jetzt die Haare. Haare waschen muss ein jedes Kind. Haare waschen, bis sie sauber sind. Nun sind die Haare sauber, ja, doch leider ist kein Handtuch da. Was machen wir da? Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind. Und die Füße? Füße waschen muss ein jedes Kind. Füße waschen, bis sie sauber sind. Nun sind die Füße sauber, ja, doch leider ist kein Handtuch da. Und nun? Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind. Und auch den Popo. Popo waschen muss ein jedes Kind. Händewaschen auch ausreichen würde und eine Händedesinfektion nicht erforderlich. Also jetzt muss man erstmal sagen, eine Händedesinfektion ist natürlich erforderlich. Man kann mit Händewaschen ein paar Viren abschwemmen von der Hand, aber man kann sie nicht abtöten. Man trägt noch eher zur Weiterverbreitung bei. Also die Desinfektion ist das eigentlich einzig Richtige. Ja? Der Mund-Nasen-Schutz ebenfalls, denn der Übertragungsweg ist eine Tröpfcheninfektion. Und wie bei allen Lungenerkrankungen. Und da können wir uns nur schützen, indem wir eben einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und nun hört man ja schon weltweit, dass die Mund-Nasen-Schutzmasken mehr oder weniger ausverkauft sind. Hände waschen, bis sie sauber sind. Nun sind die Hände sauber, ja, doch leider ist kein Handtuch da. Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln.